Zum vierten Mal begrüßt die Presse bei Fast Forward internationale Speaker mit Neuigkeiten aus dem HR-Bereich. Diesmal nimmt Dr. Elisabeth Kielan den weiten Weg vom King's College in London auf sich, um mit österreichischen HR-Professionals zu diskutieren. Tolle Veranstaltung, international besetzt. Das ist das Wichtigste, glaube ich, dass man hier neue Meinungen auch in die österreichische Diskussion hereinbringt. Ich finde das immer sehr, sehr gut, von der Wissenschaft die Dinge auch einmal sehr klar, sehr objektiv und ohne Wertung präsentiert zu bekommen. Abseits des Rampenlichts bitten wir Sie in der Erste Bank Lounge vor die Kamera und erfahren, was HR tatsächlich zur Chancengleichheit im heute ganz neuen Arbeitsumfeld beitragen kann. Denn die traditionelle Karriere ist nahezu passé. Die Zukunft heißt Portfolio-Karriere und besteht aus mehreren unterschiedlichen Karrieren oder Projekten. Aber das sieht man heutzutage schon mit Millennials. Wenn die in einer Firma einsteigen und sie 9 Jahre bis zum Partnership oder so brauchen, ist das viel zu lang für die. Diese Jobs wollen sie nicht mehr machen. Sie bleiben 2 Jahre und gehen dann woanders hin und nehmen einfach das mit, was sie in der Zeit mitnehmen konnten. Wenn sich die Karriere so stark verändert, ist es nicht eigentlich der falsche Weg, dass wir versuchen, die Frauen in die traditionellen Karrieren einzubringen? Sollten wir nicht eher versuchen, Karrieren zu schaffen, die für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet sind? Viele Dienstjahre im gleichen Unternehmen und Arbeitsplatzsicherheit sind von gestern. Heute befinden wir uns vielmehr inmitten einer permanenten Jobbörse. Und so sprechen wir heutzutage von Employability Security anstatt von Employment Security. Das heißt, man hat die Fähigkeiten, immer wieder eine neue Arbeitsstelle zu finden. Und das kommt der weiblichen Karriere durchaus entgegen. Frauen haben immer unterbrochene Karrieren gehabt, durch Babypausen, Teilzeitarbeit und so weiter. Das heißt also, es kommt Frauen in dem Sinne eigentlich entgegen, wenn wir verschiedene Karrieren haben. Für HR stellt das eine besondere Herausforderung dar. Training und Entwicklung über einen kürzeren Zeitraum hinweg müsse künftig möglichst effektiv geschehen. Was für die Frauen die Chance auf eine Karriere ist, sei umgekehrt für die Männer die Chance auf Zeit mit ihrer Familie. Also ich weiß aus vielen Gesprächen, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist für Männer, dass viele das auch gerne tun würden, sich aber dann aus diversen Gründen nicht trauen. Nicht trauen, weil es die Vorgesetzten nicht wollen, nicht trauen, weil es nicht ins Bild unter den Kollegen passt. Also ich komme aus dem Marketing und da ist es natürlich schon so, dass man fragt, was gibt es für eine Nachfrage und was ist der Trend? Und wenn es als schick gilt und als gut gilt in einer Gesellschaft, dass der Vater, auch wenn er in einer Managementposition ist, die Zeit verbringt und dass der den Monat nimmt oder auch eine längere Zeit, dann ist es das stärkste Argument. Also die obersten Führungsebenen in Unternehmen, da muss es beginnen, hinuntergehen zu den Führungskräften, dass sozusagen es Unternehmenskultur wird und es klar wird, dass Mitarbeiter keine Nachteile haben, wenn sie jetzt zum Beispiel Karenzzeiten wahrnehmen. Teilzeitmodelle und wesentlich flexiblere Arbeitszeiten wären ein erster Schritt. Auch Väter um die 50 drängen immer mehr ins Familienleben, um Familienzeit nachzuholen. Andersrum wachse der Anteil der Frauen ab 40, die sich für eine späte Karriere entscheiden, enorm an. Man muss wirklich radikal umdenken und auch Dinge wie Junior Development Programm darf man so überhaupt nicht mehr nennen. Ja, das hat mit Juniors nichts mehr zu tun. Ganz, ganz wichtig ist, das klarzumachen, dass Frauenkarrieren oft später starten als die von Männern. Auch die Politik unterstützt mit Informationsmaterial. Ich glaube, dass Frauenförderpläne für Unternehmen ein guter Leitfaden, eine gute Hilfe sind. Und ich habe auch welche mitgebracht. Man kann sie auch im Internet herunterladen, wo für verschiedenste Branchen Möglichkeiten da sind. Wie kann ich Frauen beim Einstieg, wenn sie da sind, wenn Babypause angesagt ist, weiter nach oben bringen.